10 Zeichen, dass deine Beziehung nirgendwo hinführt. Wenn du dich verliebst, wird dein Urteilsvermögen getrübt, weil du deinen Partner und die Beziehung durch eine rosarote Brille siehst. Wenn du schließlich merkst, dass etwas schrecklich schiefgelaufen ist und deine Bindung nicht so real war, wie du dir das immer gedacht hast, steckst du bereits zu tief drin. Aber wie erkennst du den Unterschied zwischen einer echten Beziehung und einer Beziehung, die zum Scheitern verurteilt ist? Dieses Video wird dir helfen, es herauszufinden. Aber bevor du beginnst zu analysieren, was zwischen dir und deinem Partner passiert, klick auf den roten Abonnieren-Button. Auf diese Weise gelangst du auf die Sonnenseite des Lebens. Dort findest du hunderte von informativen und nützlichen Videos, die fast jede brennende Frage beantworten können. Und wenn du als Erster über tägliche Updates auf dem Kanal informiert werden möchtest, aktiviere die kleine Glocke. Und los geht's. 10. Es gibt keine denkwürdigen Momente mehr. Das bedeutet, wenn du an deine Beziehung denkst, kommt dir als Erstes das Wort normal in den Sinn. Aber Liebe fühlt sich nicht normal an. Liebe fühlt sich großartig an. Und wenn du dich an keine besonderen Momente erinnern kannst, die für euch beide besondere Bedeutung haben, egal wie klein sie auch sein mögen, könnte sich deine Beziehung bergab bewegen. Wenn eure Liebe wahr ist, sammelt ihr nicht nur ernsthafte Meilensteine in der Beziehung, sondern auch Kleinigkeiten wie Insiderwitze oder süße Spitznamen, die ihr füreinander erfunden habt. Dinge wie ein Lied, ein Film oder ein Bild werden dich deinen Partner vermissen lassen, wenn er oder sie nicht da ist. Wenn das alles in deiner Beziehung fehlt, sind das schlechte Nachrichten. 9. Dein Partner ist im Grunde ein Fremder. Sich einer anderen Person zu öffnen, ist schwierig. Du brauchst Mut, deinem Partner von deinen Träumen zu erzählen, deine Geheimnisse zu bekennen und deine wahren Gedanken zu offenbaren. Es braucht Zeit, um der Person zu vertrauen, mit der du zusammen bist. Aber wenn ihr schon länger zusammen seid und du deine innere Welt noch immer nicht mit deinem Partner teilen kannst, ist es an der Zeit nachzudenken. Weißt du, was der andere mag oder nicht mag? Bist du dir deren Ambitionen und Lebenszielen bewusst? Weißt du, wie sie ihre Zeit verbringen, wenn du nicht da bist? Wenn die Antwort auf diese Fragen Nein lautet, könntest du in einer Beziehungssackgasse stecken. 8. Es gibt keine ernsthaften Gespräche. Es ist normal, dass Paare dumme oder bedeutungslose Gespräche führen, aber es sollte auch ernsthafte Diskussionen geben. Menschen, die wirklich verliebt sind, haben keine Probleme, ihre Zukunft gemeinsam zu planen, Wochenenden und Urlaubspläne zu besprechen, sich über Orte zu unterhalten, die man besuchen kann und sogar von Kindern zu träumen. Aber wenn all deine Unterhaltungen darauf hinauslaufen, über das Wetter oder andere Leute zu reden, ist etwas nicht in Ordnung. Wenn du bemerkst, dass dein Partner bestimmte Themen komplett ignoriert oder anfängt, über etwas anderes zu sprechen, um eine ernsthafte Frage zu vermeiden, stehen die Chancen hoch, dass diese Beziehung ein No-Go ist. 7. Es gibt zu viel öffentliche Zuneigung. Du und dein Partner scheinen sich in der Öffentlichkeit nicht trennen zu können. Ihr küsst und umarmt euch ständig und erweckt im Allgemeinen den Eindruck, dass ihr total verliebt seid. Nun, das seid ihr wahrscheinlich auch und es ist euch egal, wer euch zuschaut, da ihr nur Augen füreinander habt. Leider versuchen Paare mit zu viel öffentlicher Zuneigung in den meisten Fällen zu überkompensieren. Wenn ihr nur in der Öffentlichkeit heiß aufeinander seid und euch zu Hause weniger aufgeregt fühlt, spielt ihr euch wahrscheinlich irgendwas vor. Es ist ein überraschend häufiges Verhalten, das oft unbewusst stattfindet. Du erschaffst eine Illusion und du bist nicht bereit, sie loszulassen. In der Tat hören viele Paare nicht auf, Händchen zu halten, sich zu küssen und sich auch in der Gesellschaft von Freunden, in Restaurants oder auf Partys anzulächeln. Kleine Zuneigungen vor anderen Leuten können ganz niedlich sein. Aber wenn du die hier erwähnten Zeichen bemerkst, dann frag dich, ob es wirklich Zuneigung ist, die du für deinen Partner fühlst. 6. Es gibt einen Kampf um Dominanz. Eines der wichtigsten Dinge, die eine Beziehung funktionieren lassen, ist das Loslassen deines Egos. Machtkämpfe und den Wunsch, immer Recht zu haben, sind typisch für Beziehungen, die keine langfristige Zukunft haben. Verliebte Menschen versuchen flexibel zu sein, um ihren Geliebten nicht zu verletzen. Sie machen sich mehr Gedanken über die Gefühle ihres Partners, als darum, immer Recht zu haben. Sie wissen, wenn sie einen Streit um jeden Preis gewinnen wollen, könnten sie dadurch ihre Partnerschaft irreparabel beschädigen. Wenn also jemand in deiner Beziehung immer Recht haben muss, egal wie sehr er die andere Person unterdrückt, dann scheint diese Beziehung mit nichts als Enttäuschung gefüllt zu sein. 5. Es besteht nur Chemie zwischen dir und deinem Partner. Es gibt Paare, deren Beziehungen auf ihrer sexuellen Anziehung zueinander basieren. Aber wenn es um Kommunikation geht, sind die Dinge nicht so toll. Leider ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass eine Beziehung nur temporär ist.
Die Leidenschaft ist groß, aber sie wird irgendwann nachlassen. Und wenn es das Einzige ist, was du und dein Partner jemals geteilt haben, könntet ihr euch am Ende trennen. Viertens, es gibt Geheimnisse und Lügen zwischen euch beiden. Echte Beziehungen sind auf Wahrheit aufgebaut. In diesem Fall haben die Partner keine Zweifel und ihre Unsicherheiten verschwinden. Es kann keine funktionale Beziehung entwickelt werden, wenn einer der Partner lügt oder Informationen zurückhält. In manchen Beziehungen ist es jedoch nicht ungewöhnlich, dass einer der Partner lügt, um einen besseren Eindruck zu machen oder die Dinge so zu halten, wie sie sind. Das Schlimmste ist, dass selbst eine kleine Lüge jegliches Vertrauen zerstört. Wenn eine Person über etwas Unwichtiges lügt, was passiert dann, wenn etwas wirklich Ernstes vorkommt? Drittens, ihr seid nicht geduldig miteinander. Wenn Menschen wirklich verliebt sind, vergeben sie die Makel und Fehler des anderen. Eine echte Beziehung basiert auf Geduld. Dein Partner sollte bereit sein, dir so viel Zeit zu geben, wie du brauchst, um zu einer Entscheidung zu kommen oder Wiedergutmachung zu leisten. In einer unausgewogenen Beziehung wird einer der Partner immer von den Fehlern des anderen irritiert. Sie neigen dazu, zu urteilen und zu bestrafen, noch bevor sie die Erklärung ihres Partners gehört haben. Zweitens, du kennst die Familie und Freunde deines Partners nicht. Eine Person mit ernsthaften Absichten, wie zum Beispiel den Rest ihres Lebens mit dir zu teilen, wird dir ihre Familie und Freunde vorstellen wollen. Wenn ihr schon lange zusammen seid und das noch nicht passiert ist, ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Ein Grund kann sein, dass dein Partner Grenzen gesetzt hat, die eine Beziehung nicht überschreiten wird. Vielleicht ist sich dein Partner immer noch nicht sicher mit dir. Vielleicht glauben sie, dass eure Beziehung nicht lange halten wird. Warum sich also kümmern? Oder vielleicht sind sie einfach nicht so sehr an dir interessiert, wie du an ihnen. In jedem Fall ist es besser, dieses Problem mit deinem Partner zu besprechen, bevor du irgendwelche Rückschlüsse auf die Art eurer Beziehung ziehst. Erstens, es gibt Kommunikationsprobleme. Die beste Grundlage für eine harmonische Beziehung ist eine effektive Kommunikation. Aber in bestimmten Beziehungen gibt es oft einen Partner, der es nicht wagt, frei zu sprechen. Sie glauben, dass sie einen Teil von sich selbst aufgeben müssen, um die Dinge funktionieren zu lassen. Sie verbergen ihren Glauben und verstecken ihre wahre Meinung. Es ist ganz normal, sich in den frühen Phasen einer Beziehung vielleicht in den ersten Tagen zurückhaltend zu fühlen. Aber wenn du dich immer noch so fühlst, nachdem ihr eine Einheit geworden seid, ist dies eines der offensichtlichen Zeichen dafür, dass die Beziehung nirgendwo hinführt. Hast du jemals in einer Beziehungssackgasse gesteckt? Welche anderen beunruhigenden Anzeichen hast du bemerkt? Teil deine Erfahrungen in den Kommentaren unten mit uns. Wenn dir dieses Video geholfen hat, etwas über dich und deinen Partner zu verstehen oder wenn es von Nutzen war, zeig's uns und gib uns einen Daumen hoch. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn so bleibst du mit uns auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns dort.